hier? Ach, das wäre nett. Meinst du, ich könnte mein Auto noch schnell versuchen zu beschlagnahmen oder denken sie, das ist nicht mehr möglich? Ja, wir können es versuchen. ADC ist, braucht leider nur ewig. Ich habe den vorhin schon gebraucht und der ist einfach nicht gekommen. Das Auto beschlagnahmen? Oh, ich glaube, da kommt schon ja, ADAC. Schrägstrich Rettungswagen. Zumindest ab. Das Auto ist. Das Auto ist so tief im Arsch wie ein Kopfgelohle, da ist noch was. Da war nichts mehr. Ja, da kommt ja schon der Rettungswagen. Ja, okay, ich bin ja. Ich bin ja erst Anfänger. Ich kenne mich da ja nicht so aus. Ich halte mich da raus. Ich das ja. Einfach wieder weg. Wir müssen die Teile ja beschlagnahmen. Guten Tag. Wir brauchen ihre Dienste. Was hier passiert? Einmal für dieses Fahrzeug und einmal für den Herrn. Versuchen wir dem Herrn doch mal mit dem Defibrillator zu helfen hier. Naja, der hat sich spontan selbst verbrannt. Ich glaube nicht, dass der Defibrillator da noch viel bringt. Ich glaube eher, der braucht eine große Portion Eis. Ja. Guck mal, liegt da wie Jesus. Das, das auch, das empfehle ich sehr. Herr Haft, stehen Sie doch mal bitte auf und legen Sie sich nicht auf den Toten. Ach, danke schön. Was ich habe ihn geheilt! Ja. So, wir nehmen sie jetzt erstmal fest. Sie sind ich stark selbstmordgefährdet. Sie sind stark selbstmordgefährdet. Ich kann ihn, aber lassen wir es erstmal nicht reden. Außerdem, also, das ist halt so passiert. Ich dachte, das wäre hier so eine Party. So eine Party halt mit, ja, wissen Sie doch. Es wird ja bald abends und hat sich schon gebrannt. Dann dachte ich halt so, ja, komme ich mal dazu. Und dann bin ich ein bisschen zu nah da hingegangen und ja, so verbrennt man es. Wohl Spiritus gemerkt, sie wirken stark selbstmordgefährdet. Also ganz eindeutig. Ich meine, wir haben wir haben Tag und sie sagen, das wäre eine Abendparty. Können Sie mir das mal erklären? Ja, es wird ja bald Abend. Dauert ja nicht mehr lang. Naja. Wir haben es vier. Wir haben 15.48 Uhr und sie sagen, es wird bald Abend. Also so ganz kann ich sie nicht verstehen. Bald. Halt. Naja, kommen Sie. Sagen wir mal so. Also, wenn ich Sie nochmal dabei erlebe, muss ich Sie leider das nächste Mal in die Anstalt einsetzen. Herr Remes. Meinen Sie, Sie können noch was an dem Auto retten? Ja. Also, das ist zwar komplett ausgebrannt, aber an die dem Auto. Kann zumindest entfernen. Ja, zumindest. Ja, das kann ich mal versuchen. Da kann ich ja gleich mal den Abschleppwagen rufen hier. Probieren Sie mal, vielleicht bringt ihr ja noch was. Ja, das ist ein Spiel. Könnte mich auch einer von euch mitnehmen, denn ich bin hier. Ja, das ist recht nass. Also, das wird hier für alles genommen. Der kommt. Die werden dann einfach so gesteckt. Komm. P-technisch ist es dann halt der Knast. Ich kann sie mitnehmen, ja. Und sie jetzt in den Checkpoint. Oh, das ist halt ja, gut, nee, dann fangen wir sie auch mit dem so weit ruhig. Zwei ist verstanden. Den neue Donuts. Ja, das wäre sehr nett. Also, Herr Praktikant, wenn Sie Donuts brauchen, ich hätte da noch welche. Ey, ich sitze vorne, ja? Danke. Komm, steigen Sie ein. Und ich sitze hinten. Ich sitze hinten. Mann, wieso sitze ich hinten? Luftüberwachung für Zeus, kommen. Zeus hört, kommen. Ist das beim Chauffeur nicht immer so? Melden Stroller im HQ, räuchern ihn gerade zwischen den Containern mit Tränengas auskommen. Reinstürmen, festnehmen, Ende. Schon dabei, verstanden. Ende. Doc, was geht hier ab? Haben Sie recht, bei einem Chauffeur ist das immer wir so, dass man hinten sitzt. Commander. Wissen Sie was, die Herren? Sie können mich dann jetzt hier gleich mal aussetzen. Ich bleib dann erstmal im HQ. Muss mich erstmal erholen von dem Unfall. Dankeschön so fürs Mit. Dann machen Sie das, wir gehen weiter auf Streife. Na dann, ciao. Schönen Dienst noch. Völlig überfordert. Ich glaube, ich sollte eher vielleicht doch Metzger werden. Übrigens, meine Handybatterie hat nur noch 30%. Warum eigentlich? Ich habe doch gar nicht telefoniert. Ja, der Akku geht von alleine runter. Aber es ist egal, wir können trotzdem das Telefon benutzen. Wie gesagt, gilt nur für Zivis. Und ich habe immer gedacht, meine Eltern wären die einzigen Witzbolde, weil die mich ja ernsthaft genannt haben.
Aber Einlauf Harald ist ja noch bescheuerter, ne? Ja, es gibt noch viel bescheuerte Namen. Ich kann meinen Shorts von hinten. Oder ein Mark. Was? Ein Mark S von hinten. Also ja, es gibt glaube ich eine Frauenärztin in Deutschland, die heißt Gisela von hinten. Ja. Ja, bin ich informiert. Fangen wir ja, wie gesagt. Artierung. Ich dachte wirklich, dass meine Eltern Komiker waren, aber das ist ja Eila Harald und der eine heißt Kepu. Das klingt wie Kevin Pukel, ne? Irgendwie total bescheuert. Ja, irgendwie schon. Ganz komisch. Wann werde ich eigentlich befördert? Ja, das dauert ein bisschen. Würden Sie sicher mal eine Woche Dienst machen, brauchen dann 3 positive Bewertungen vom Beamten und dann haben Sie eine Kopfprüfung und wenn Sie die bestanden haben, sind Sie dann Officer. Was für eine Prüfung habe ich? Eine Kopfprüfung, eine Polizeiprüfung. Ah, ich habe, alles klar, ich habe verstanden, eine Kopfprüfung. Ich bin alles klar. Ja, Kopfprüfung ist auch ein bisschen, weil es ein theoretischer Teil, ein praktischer Teil und ja. Das ist jetzt ein Witz, oder? Nein, kein Witz. Es gibt ein richtiges Dokument, das Sie ausfüllen müssen während einer Zeit. Ist man in Griechenland als Polizei nicht verbeamtet und steigt automatisch auf, auch wenn man nichts geleistet hat? Nein, nicht in dem Alters von heute. Oh. Wir sind ja nicht 2015, wir sind ja hier 2035. Oh Mann, das waren mal noch Zeiten. Ja, das waren noch Zeiten. Meine inneren Stimmen sagen übrigens, dass wir durchweg 350 Menschen haben, die uns zuschauen. Sondern an die Gewehre. Ja, das sind ja sehr viele. Da fühlt man sich ja fast ein bisschen paranoid. Melde Name an die Gewehre. Wenn Sie übrigens Telepartie! Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn Sie übrigens auf die Taste Z auf Ihrem Smartphone drücken und dann auf Fahndungsliste, sehen Sie übrigens, nach welchen Leuten gerade gefahndet wird. Wenn wir einen von diesen Personen finden, können wir die direkt festnehmen. Steht auch dabei, was sie angestellt haben. Moment. Da muss ich auf Telefon. Genau, ich zeige Ihnen das mal schnell. Sie gehen auf Z und dann einfach auf Fahndung. Gemacht. Fahndung in der Mitte. Moment. Ach so, ich muss gar nicht aufs Telefon. Nein, Z, Fahndung. Ja, bei mir wird keiner gesucht. Nein, das dauert ein bisschen. Niklas und Tim. Niklas wegen einem Mord und Tim, weil er das Kraftwerk zweimal Belastung manipuliert hat und die Polizei belästigt hat. Das ist ja das Allerschlimmste. Ja, dafür gibt es Todesstrafe. Und der Eila Fahrrad hat mich eigentlich auch belästigt. Kann man den nicht irgendwie auf die Fahndungsliste tun? Der hat mir gerade eine Nachricht geschrieben, ne? Aha. Und zwar schreibt er wieder per Telepaar. Verdammt, kann ich hier noch mal aufrufen? Z-Telefon müssen ja hier aufgelistet werden. Z-Telefon? Ja. Dauert wieder ein bisschen. Z-Telefon ist da, ja, nee, pass auf. Also, folgendes. Per Telepathie. Partie. Also er schreibt Telepathie sowie Pädophil. Sagt, dass sie meinen Namen komisch finden. Alles Gute. Das ist wirklich eine Insel hier und keine Nervenheilanstalt. Eine große irgendwie, so mit viel Bäumen? Nein. Ist eine Insel. Wir haben so eine Einrichtung, wir haben auch ein städtisches Krankenhaus. Notfalls werden die Leute da hingesteckt. Wir müssen uns mal einig werden, ob wir uns jetzt duzen oder siezen. Ja, was ist Ihnen dir denn lieber? Was ist Ihnen dir denn lieber? Ich würde sagen, wir kennen uns noch nicht so gut. Also ich würde sagen, wir müssen uns echt siezen noch. Okay, wir müssen uns siezen. Ja gut. Ja, definitiv. So, wir fahren jetzt mal Richtung Landesgrenze, weil ein Teil der Insel ist unter Rebellenkontrolle. Da fahren wir jetzt mal schnell hin, dass wir das auch mal gesehen haben. Darüber hinaus, über die Grenze mit dem Fahren, müssen wir nicht mehr fahren. Das ist zu gefährlich. Da darf nur die Armee und das Sondereinsatzkommando hin. Okay, und wer ist zur Hölle Sergeant Dovi? Ja, der Sergeant Dovi. Links von uns ist übrigens der Flughafen gewesen. Der Sergeant Dovi ist der Sergeant Dovi, der wurde so getauft. Dovi von Doofenschmierz. Also ich weiß, aber irgendwie anscheinend ist die ganze Insel voll mit Leuten, die komische Eltern hatten, die komische Ideen hatten. Ja, ich müsste mal austreten gleich dann. Da können Sie ja mal schnell, ich halte hier einen Busch an. Das Gebüsch ist so schön. Ich hab's ja mit der Blase.
Gut, dann machen Sie mal Ihr Geschäft. Ja, mache ich das mal. Lass mal aussteigen. Vielleicht sollte ich die Waffe wegstecken. Nicht, dass ich da mal meinen Lümmel abschieße oder so. Naja, Sie haben einen Taser, also da würde er höchstens ein bisschen, ja, zittern. Allein der Gedanke daran ist schlimm. So. Ah, ich mach mal. Dumpti-dumpti-dumpti-dum. La 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 la. Und gefällt euch das Stream? So als Frage. Ich sehe ja den Chat auch. Ja. Sie hat noch keine Schießerei. Bin ich verwundert. Hätte eigentlich gerechnet, wir haben jetzt schon Mord und Totschlag auf dem Server. Gerade voll lachen. Ist hammer geil, jo, ja, super. Ist ja auf Haralds Kanal schön liken, dass er das auch weitermacht, das Programmprojekt. Macht mich voll Spaß. Danke, der Kane. Richtig geiler Stream. Danke. Müssen wir öfters machen. Okay. Hau halt Harald um. Ich kann ihn nicht umhauen. Ich bin Polizist. Da geht das nicht. Warum fährt der Rettungswagen schon wieder vorbei? Ist dem langweilig. Aufsteigen. Alles gut bei Ihnen, Herr Officer, oder warum stehen Sie hier so? Ja, mein Praktikant musste leider mal in die Büsche. Der hat seine Blase hat's nicht mehr ausgehalten. Dann soll er aufpassen, dass er nicht gestochen wird. Ja, habe ich ihm auch gesagt, vor allem mit den vielen Schlangen hier, nicht, dass er ihm was in das Ding, in sein Ding beißt. Ja, gut. Dann muss man mal gucken, ne? Ja. Der war ein bisschen schneller, habe ich so das Gefühl. Vor allem, das ist ein Kollege von mir, wird mir angezeigt. Er hat sogar Sirene. Okay. Ja, aber es wohl ein Zivilfahrzeug war. Wahrscheinlich Zivilbehörde. Schönen guten Tag, Herr. Nein, das ist kein Zivilistenfahrzeug. Das ist mein Fahrzeug. Aber out of RP, der Server hängt so hinterher, der lädt meinen Skin nicht mehr. Deswegen dachte ich mir, ich bin jetzt so ein bisschen zivil unterwegs. Doktor? Okay. Gut, wir fahren weiter, ja, mein Praktikant muss nur mal aufs Klo. Dann noch einen schönen Tag. Ach. Ja, Ihnen auch. Na dann, schönen Tag noch, die Herren. So. Wir können weiterfahren. Rocktalk? Oh, danke. Ja? Ich hab so ein komisches Menü jetzt gehabt. Achso, ich konnte nicht einsteigen. Warum nicht? Weiß ich nicht. Kam irgendwas mit Befehl und bla 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 bla. Ah, dann bist du wahrscheinlich auf die Ding-Taste gekommen, auf die Konsolentaste. Da kann man so Befehle geben. Ist eigentlich fürs normale Arma gedacht. Nicht für altes Life. Welche? Das ist ein Befehlsmenü. Ja, okay, warte mal, ich hab hier. Einfach ignorieren. Naja, Moment. Ah, das war schön. Oh, war das schön. Das war so schön. So, links ist die Brauerei, die hätten wir ja vorhin gebraucht. Ja, wir kommen ja immer zu spät, ne? Ja. Ja, bald haben wir vielleicht hier auf dem Server, also hier mit der Polizeieinheit, auch ein Sondereinsatzkommando. Gibt's da noch keins? Im Moment gibt's noch keins, aber wir sind gerade dabei, das aufzubauen. Da bin ich ja wie geschaffen für. Ja, da werden wir sicher Aufnahmetests machen, da können sie sich ja beweisen. Das wird hardcore, wenn da eine...